Hallo Leute, willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wieder mit dabei, der Dasi. Jo, hallo zusammen. Und nein, wir fahren noch immer nicht Multiplayer. Nein, wir fahren immer noch im Singleplay und tun so, als wenn wir Multiplay fahren. Und ich habe immer noch meinen Heuschnupfen zur Erklärung, falls ich ein bisschen komisch anhöre, mich. Mittlerweile sind das gewohnt, glaube ich. Ja, falls Sie die letzten zwei Folgen gesehen haben, Ja. dann ja. Aber es kann ja auch mal der ein oder andere dazukommen und denken, wie hört der sich denn heute an? Ja. Noch schlimmer als sonst. Scheiß Mikrofon. komisch. Leute, habt ihr das jetzt wieder mitgekriegt? Statt mir zu widersprechen oder mich zu unterstützen? Nein. Es ist echt der Hammer hier. Naja, so viel anders hörst dich nicht, dann du schnuffelst ein bisschen, aber sonst. Ach so, danke. Haben Ja, was wie gesagt. Falsches gesagt? Ja, natürlich. Du Ah hättest ja. sagen müssen, ja, sonst hörst du dich so top an. Ja, ich weiß, du lügst nicht. Habe ich jetzt Nee. auch verstanden. Wieso Da sollte ich fällt mir immer lügen? noch ein, du wolltest mir noch dein Headset schicken. Es hätte jetzt auch, soll ich keinen Karton mit anpacken? Ja. Dann höre ich mich vielleicht auch mal besser an. So cool, dass ich mich so gut anhöre, dass ich Frauen überzeugen kann von meiner Stimme. Das liegt aber nicht am Headset. Ja. Was sagst du? Ich Ja, habe das da was sage ich. anderes gehört. Also? Hast du das? Ja. Wie viele Kilometer hast du noch bis zum Ziel? 193. Ich habe noch 96. Oh, warst aber flott. Ich fahre so 95 meistens. Ja, bis du da angekommen bist, hoffe ich, dass ich meine erste Tankstelle gefunden habe. Muss nämlich unbedingt mal tanken und schlafen. Jo, unser erstes Thema heute in Ja. letzter Zeit, in den letzten Monaten, ist ja immer das Streamen relativ populär geworden, sag ich mal. Gibt genug Leute, die mittlerweile streamen. Und da hat sich ja eine Plattform relativ gemausert, sag ich mal. Und zwar Twitch. Aber Twitch wurde verkauft. Ja, und nicht an Google, wie es noch vor 3, 4 Wochen hieß. Oder wenn hier das Video kommt, ist es ja noch ein bisschen länger her. Sondern Amazon hat Twitch gekauft für fast 1 Milliarde Dollar. Portokasse für Amazon. Ich weiß zwar nicht, warum Amazon sich jetzt Twitch gekauft hat, weil eigentlich ist ja Amazon ja, ein Verkaufshändler in dem Sinne. Nicht nur, Und also Amazon hat, betreibt ja auch Serverfarmen. ja. Also geht Ja, auch. nur ich frage mich immer, was aber, weil ich sag mir immer, wenn eine Firma sich irgendwie erweitert, sollte das ja eigentlich in dem Feld sein, wo sie was sie brauchen kann. Vielleicht wollen sie Twitch als Werbefeld nutzen, natürlich. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall ist Google leer ausgegangen, obwohl es ja schon vor einiger Zeit wirklich hieß, ja, Twitch gehört ja zu Google und so. Ja, und dann kam in dieser Woche, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist es ja 2 Wochen her, die große Mitteilung, dass Twitch jetzt zu Amazon gehört. Ja. Es gibt auch noch ein nettes Gerücht. Amazon will eine digitale Spielplattform machen oder kaufen, weil sie möchten halt auch in den digitalen Spielvermarktung eingreifen. Ist ja auch eigentlich logisch, weil irgendwann wird der normale Spielverkauf mit Boxen oder so nicht mehr stattfinden. Ob das in 2 Jahren ist oder in 5 Jahren, aber es ist aussterbend. Irgendwann werden Spiele nur noch digital vermarktet. Ja, du hast das ja jetzt Und schon, dass ja. auch als Download angeboten wird. Genau, und dass Amazon da auch Fuß fassen will, ist für mich eigentlich logisch, weil Amazon bietet ja eigentlich schon digitalen Download an, aber nicht einheitlich unter einer Plattform. Und es heißt als Gerücht, dass Amazon Steam kaufen will. Amazon will Steam kaufen.
Oder ist auf jeden Fall angedacht. Okay. Ja, Das kenne ich noch gut. nicht. Ja, das ging also auch, pardon, diese Woche rum. Gut, man muss jetzt mal sagen, das ist nur ein Gerücht. Vielleicht, wenn jetzt hier das Video kommt, bis dahin hat sich das vielleicht schon komplett wieder in die Luft aufgelöst. Ja, Für klar. mich wäre es aber ein logischer Schritt, dass Amazon entweder Steam kauft oder halt eine eigene Plattform macht. Es ist natürlich immer einfacher, eine fertige Plattform zu kaufen, als jetzt herzugehen, selbst eine zu machen. Ja, vor allem Gut. eine fertige, die schon etabliert ist am Markt. Ja. Ich meine, es gibt ja auch noch andere Plattformen wie von EA, Origin oder von Ubisoft, Uplay. Aber ich denke mal, EA wird Origin zum Beispiel gar nicht aufgeben. Kann ich mir also beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, und Uplay als Plattform, ich glaube, da verständigt sich, glaube ich, Amazon besser, wenn sie eine eigene machen. Ja. Oder was meinst du? Also ich glaube nicht, dass Uplay jetzt so guten Ruf hat, dass das sich für Amazon lohnen würde, diese Plattform zu kaufen. Also nach den Vergangenheit, was in der Vergangenheit da passiert ist, so mit Uplay, mit oh, wir stellen eure Daten, die ihr eingegeben habt, Ja. wäre das, glaube ich, eher was Negatives für Amazon, wenn die jetzt Uplay kaufen würden. Also ich denke auch mal, die einzige Plattform, die wirklich, glaube ich, bei Amazon auf der Wunschliste steht, ist wirklich Steam, weil auch hinter Steam jetzt nicht irgendwie ein börsennotiertes Großunternehmen steht oder ein großer Spielhersteller in dem Sinne, Valve? sondern es ist ein Familienunternehmen, so Ja, aber gesehen. Valve ist doch sicher börsennotiert. Nee, nee, Nein? das gehört einem, wie heißt der Gabe Newell. nochmal? Ja, das gehört einem einzigen, das Ganze. Der hat das also nie an die Börse gebracht. Echt nicht. Ja. Und folgedessen kann auch keine feindliche Übernahme stattfinden, indem Amazon zum Beispiel hergeht und Aktienpakete aufkauft und dann irgendwann die Mehrheit übernimmt. Das gibt's also auch nicht. Also Amazon könnte die Plattform nur dann kaufen, wenn der damit einverstanden ist und sie verkaufen will. Ja, es ist halt die Frage, ich meine, gut, bei Origin werden es wahrscheinlich, oder EA wird Origin sicher nicht verkaufen wollen. Das Nee, bei. kann man nicht vorstellen. Ja, und Uplay. Ja, bei Uplay. Ja, und ihr Battle.net von Activision und Blizzard. Ich glaube auch nicht, dass das interessant genug wäre, weil das ist zu eingeschränkt auf Blizzard-Spiele. Und ich glaube nicht, dass das jetzt als digitale Plattform wirklich Geld wert ist in dem Sinne. Da kannst du, glaube ich, wirklich hergehen und als Amazon selbst eine Plattform entstehen lassen. Das stimmt, ja, weil sonst macht das irgendwie nichts sonderlich viel Sinn. Mein Origin, das ist, da kriegst du eigentlich nur EA-Spiele drüber, also das ist Ja. ja schon allein deswegen relativ uninteressant. Und eine neue Plattform etablieren ist möglich, aber sicher nicht einfach. Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, Amazon wird bestimmt irgendwann in die Richtung gehen müssen. Entweder eine eigene oder eben wirklich irgendeine Plattform kaufen, weil irgendwann werden sie halt keine Spiele mehr großartig verkauft bekommen. Ja, klar, weil sich das alles über die Plattform abspielt. Man Ja. sieht ja, was los ist, wenn wieder mal der Steam Sale ist. Ja, genau. Ich meine, abgesehen davon, ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass Amazon Steam kauft. Also, Nee, nicht ich unbedingt. halte es nicht für die beste Idee. Ich meine, ich bin nicht unzufrieden mit Amazon, wenn ich irgendwas kaufe. Aber Amazon hat mir manchmal doch eine etwas bedenkliche Firmenpolitik. Verkaufspolitik. Ja, das ist wahr. Und wie es mit anderen Mitarbeitern umgehen, ist auch nicht gerade das Gelbe von mir. Genau das zum Beispiel, dann eben auch, wie sie jetzt im August geändert haben, in Deutschland versandfreie Artikel ab 20 Euro gibt es auch nicht mehr. Jetzt muss man 29 Euro kaufen.
Genauso hat mir jetzt ein Bekannter erzählt, der kommt auch aus Österreich, der hat bei Amazon jetzt bestellen wollen. Er kann nur noch mit Kreditkarte zahlen. Kann ich nicht bestätigen. Funktioniert bei mir einwandfrei übers Konto. Ja, er hat diese Woche, vorgestern, versucht und ging nicht mehr. Okay. Glaube, ich muss Ja, mal wieder was bestellen. Amazon wollte von ihm eine Kreditkarte haben. Er hat es jetzt über einen Bekannten in Deutschland gemacht, aber es ging sonst nicht. Okay. Na, werde ich vielleicht nachher mal ausprobieren. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so ist oder ob es vielleicht ein Systemfehler war bei ihm oder sowas. Es kann natürlich jetzt sein, wenn er hat eine andere Lieferadresse angeben. Ja, weiß ich nicht. So genau habe ich dann ihn jetzt Und da ist bei nachgefragt, mir weil. auch, weil ich habe jetzt zum Beispiel meine Firmenadresse, wo ich jetzt natürlich nicht bin im Moment, auch als Lieferadresse hinterlegt und dort geht es nur mit Kreditkarte. Also, ja gut, das kann natürlich sein. Weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hat Amazon Ende August einige Regeln geändert. Wobei, ich muss jetzt sagen, 20 Euro, die sind eh schon seit Ewigkeiten auf 20 Euro. Freie Ja. Hausgrenze. Das ist eh nichts. Jetzt zahlst du halt 9 Euro mehr. Ja, okay, mein Gott. Ja, gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Spiel kaufen willst, was 25 Euro kostet oder sowas, hast du es früher immer kostenlos geschickt gekriegt. Jetzt musst du dann, Bestellst was du ein ist Buch das bei dazu? uns, 5 Euro oder so, ich glaube 5 Euro musst du bei uns bezahlen, wenn es Versandkosten oben drauf kommen. Ich mag die KI, habe ich schon mal gesagt. Hey, ja, ich glaube, das hast du in den letzten 2 Folgen gesagt, genauso wie ich schon. Ja, ich durfte gerade eine Vollbremsung hinlegen. Weil der am Ende auf der Ah. Autobahn, der muss auf einmal bremsen. Und wie ich gestanden bin, ist er weitergefahren. Und ich quäle mich gerade hier hoch und komme kaum noch den Berg hoch. Also ich habe jetzt noch 900 Kilometer vor mir. Ach ja, du hast ja einen neuen Auftrag. Yep. Geht wieder nach Süden. Dreimal auf Straßen wohin. Ich muss hier ein bisschen weiter ausholen, ein bisschen auf der Serpentine, ein bisschen zusätzlich Schlangenlinie fahren, sonst komme ich hier gar nicht hoch. Ich glaube, mein Motor ist zu schwach. Ja, selber schuld, was fast doch darf. Ja. Das liegt einzig und alleine auch daran bedingt, dass die Lackierung da drauf ist. Okay, hast mir überzeugt. Siehst du? Boah, ich fahre hier mit sagenhaften 16 km/h hoch. Ja, und ich bin schon wieder auf 100. Also, das Geschwindigkeitsgefühl im Volvo ist etwas seltsam. Volvo ist etwas seltsam. Nee, finde ich nicht. Ja. Wetten wir wegen der Lackierung? Weswegen sonst da sie? Ja, genau. Ja, ich bin gespannt, was Amazon mit Twitch aufführt. Ob sie es Ja, da verändern. bin ich auch mal gespannt. Ob sie es viel verändern, was verändern. Ja, also es gab ja die Meldung, Twitch wird jetzt nicht mehr dauerhaft Livestream speichern, sondern nur noch für, ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, für 2 oder 4 Wochen. Und danach werden die immer gelöscht. Das war aber noch eine Mitteilung, die reinkam, als es hieß, Twitch wird von Google gekauft. Weiß nicht, ob Amazon das jetzt genauso weiter handhaben wird. Tja. Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Da muss man mal abwarten, was jetzt die nächsten Wochen so gesagt wird. Nur ist das natürlich ein relativ großer Einschnitt, weil viele natürlich ihre Livestreams auch längerfristig immer noch angeboten haben, wo man dann immer mal nachgucken konnte. Und wenn die dann wirklich meinetwegen nur noch einen Monat oder 2 Monate verfügbar sind. Ja, aber andererseits musst du auch denken, wie viel Datenmenge da zusammenkommt. Ja. Ja, gut. Da möchte ich nicht gern wissen, wie viel Datenvolumen YouTube. YouTube, kam jetzt nicht auf den Namen, bei YouTube täglich zusammenkommt. Sicher auch Und rein genug. theoretisch sind die Videos auch noch in 3 Jahren verfügbar. Ja, vielleicht hätte es Google dann so gemacht, dass sie sagen, okay, wenn du deinen Twitch-Account und deinen YouTube-Account zusammenlegst,
Wird das irgendwie Ja, auf geht. deinen mit deinem YouTube-Account verbunden, dann ist halt für immer da. Ja, oder es wird halt auf den Kanal von YouTube draufgelegt, Genau, abgespeichert. richtig. Es geht halt jetzt bei Amazon natürlich nicht mehr. Nö. Na, lass uns mal überraschen, was sie da draus machen, was Amazon überhaupt damit vorhat. Ja. Aber auch im Hardware-Sektor tut oder hat sich was getan, etwas Unerfreulicheres. Ja, aber das ist aber richtig unerfreulich, weil es eigentlich Betrug ist. Ja, definitiv. Weil das ist jetzt nicht irgendwie lästig oder halb blöd oder so, sondern das ist wirklich richtiger Betrug. Und zwar sind am Markt Nvidia-Karten der Serie 660 aufgetaucht, die gefälscht sind. Das heißt, da hat irgendein Hersteller irgendwelche anderen Karten gekauft und hat die umbenannt in 660er-Karten, die aber auf dem Leistungsniveau einer 440 ist oder sowas in der Richtung. Also zwei Generationen davor. Und das Perfide daran ist, die haben die so trickreich gemacht, wenn man irgendwelche Programme nutzt, um die Daten des Chipsatz und des Prozessors der Grafikkarte auszulesen, bekommt man auch die 660 angezeigt. Die haben also auch das BIOS umgeschrieben. Also man kann es dann eigentlich nur mehr erkennen, dass es eine 400 irgendwas ist, wenn man den Kühler vom Chip runternimmt. Ja. Super. Das ist Also eigentlich auch Frechheit. eigentlich könnte es dann nur noch Fachleute erkennen oder Leute, die sich sehr gut damit auskennen. Also Otto Normalverbraucher wie ich, du oder sonst wer, der vielleicht ein Programm hat, was eben die Daten der Grafikkarte ausliest, der bekommt dann genau das angezeigt, was er eigentlich gekauft hat, obwohl es nicht drin ist in dem Paket. Also Wow. ja, das ist nicht sehr nett. Nein, nicht unbedingt. Übrigens, habe gerade einen Unfall gehabt vorher. Ach, schon wieder. Ich wollte auf die mittlere Spur, war nichts. Ich ziehe rüber, ich sehe im Rückspiegel nur auf der linken Spur einen fahren und der zieht auf einmal auch auf die mittlere rüber. Ja, schön. Super, gell? Macht echt Spaß. Ich glaube, so viele Unfälle, wie man jetzt mittlerweile hat, hat man früher im ganzen Monat nicht zusammenbekommen. Nee, das ist wahr. Ja, Leute, ich fahre nicht anders als sonst. Ja, ich weiß es, ich verstehe es auch nicht. Also für mich ist es mit Patch 1.12 so reingekommen, dass die KI so komisch fährt. Und ich meine, ich finde es ja gut, wenn eine KI nicht berechenbar ist. Also das fand ich bei Patch 1.10 richtig gut, weil die KI war wirklich nicht mehr berechenbar und man konnte sie auch nicht mal einfach abdrängen oder so, wie man es früher machen konnte. Nur das, was die KI jetzt abliefert, Ist eigentlich das Frechheit. geht gar nicht. Wir können uns dann langsam wieder einen Parkplatz suchen. Ja, ich bin gerade an meinem an meinem Firmenhof. Nicht an dem Hof, wo ich meine Fracht abliefern muss. So rum. Okay. Ja, ich habe da vorne jetzt dann die Tankstelle. Gut. Alles klar. Zwei Kurven. Dann parke ich gleich ein. Habe ich jetzt gleich Lust zu. Finde ich schön, dass mein Trailer 2% Schaden hat mittlerweile. Dank diesem netten Arsch. Hat meiner Schaden? Ja, 1%. Ja, gut. Ich hatte ja auch auf der Tour, glaube ich, zwei oder drei, die wir mal so reingefahren sind. Von hinten. Das ist auch sehr nett gewesen. Fand ich also auch sehr faszinierend. So, Gang rausnehmen, Motor abschalten, Lichtblinker einschalten, Motor abschalten. Ja, gut. Ich stehe da an der Tankstelle. Ja, ich stehe auch. Ich stehe auf dem Firmenhof und bin damit auch fertig. Gut, Leute, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein Like da. Wenn nicht, dann könnt ihr euch ein Dislike, ist mir wurscht. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jo, ich sag auch Ade. Bis dann.